Der Meister. Hallo, na, willkommen in der Motorradmeisterei zu einem neuen Video. Heute ist ein wunderschöner Tag. Das habt ihr schon wahrscheinlich am Titelbild gesehen. Ne? Ich kann schon die letzten 2,5 Tage nicht mehr gut schlafen, weil dieses wunderschöne Motorrad, was sich in diesem Karton da befindet, ausgepackt werden will. Das machen wir jetzt zusammen. Beim letzten Mal haben wir eine V4R ausgepackt. Das haben wir auch so ein bisschen episch in die Länge gezogen. Das werden wir hier genauso machen, weil dieses Motorrad auch sehr, sehr besonders ist. Oh ja. Und das nicht so oft passieren wird. Muss mal gucken. Ich habe noch nicht rausbekommen, wie viele nach Deutschland gekommen sind, aber die waren sofort ausverkauft. Keine Chance. Wir haben das schon bei dem Diavel-Modell gehabt. Ja. Preise durch die Decke. Ist richtig geil, finde ich. Also wenn ihr... Oh, Christian, du musst hier mit reingucken. Dann zeig mal her. Ja. Ja, würde ich mal sagen, pack aus den Ofen. Genau. Packen wir mal aus den Ofen. Juhu! Na, so, da sind wir wieder. Mit einem schönen großen Karton, den gucken wir uns gleich an. Gerade eben haben wir, holst du erst einmal? Jau! Schön, ne? Der ist schick. Ja, so, gerade eben haben wir diesen wunderbaren Flieger ausgepackt, nach oben verfrachtet und jetzt hier in den Showroom platziert. Natürlich zu dunkler Stunde, dass wir hier gleich schön auspacken können. Aber vorher gucken wir zusammen nochmal in den Karton. Genau, ich folge dir. Mach mal, das machen wir hinten an dem Tisch. Wo es im Übrigen auch T-Shirts gibt bei mir. Es gibt bei mir auch T-Shirts, wer es noch nicht weiß, reichlich. So, dieser Karton, der kommt als kleine Besonderheit mit verschiedenen Zubehörteilen zu der Street Fighter Lamborghini dazu. Also es gibt ja immer so ein Schächtelchen, wo dann der Schlüssel drin ist und solche Geschichten. Bedienungsanleitung. Und das hier ist nochmal on top, weil das Fahrzeug nämlich mit Zubehör kommt. Oh, Christian, komm her. Jetzt reingucken. Alles gut. Schwer. So, dann gucken wir doch mal. Jawohl. Jawohl. Jede Menge Säckchen. Ich packe nicht alles aus. Wir müssten einfach glauben, was da drin ist. Das ist der Sozius-Sitz. Das wird das Carbon-Cover sein für die Trockenkupplung. Street Fighter Lamborghini besitzt eine Trockenkupplung. Hier ist drin der Ducati Performance Tankdeckel, also es lässt sich hier noch ein schöner Tankdeckel montieren an dem Fahrzeug. Dann ist hier ein Abdecktuch drin. Ich habe jetzt eins von mir genommen aus dem Zubehör, ein universelles, weil ich das hier natürlich nicht auspacken will und nicht anfummeln will. Ne? Das Heckteil für Sozius-Betrieb und die Rasten. Das ist alles hier in diesem schönen Karton. Sehr, sehr schick, auch so alles in so Säckchen mit kleinem Ducati-Logo. Guck mal hier. Und? Jo. Macht schon ein bisschen was her. Sehr, sehr schön gemacht. Finde ich auch toll, dass es auf jeden Fall sehr in so einer Kiste ist. Ich werde das alles auch gar nicht groß anfassen, sondern gleich wieder hier
in diesem Ding hier einpacken. Oh, was sehen meine Augen da? Nix. Ist das... Guck, wir gehen jetzt wieder zurück, Christian. Fall nicht über meine SP2, das hatten wir beim letzten Mal erst. Ja. Okay. Da erinnere ich mich an die lustige Stelle. Ja, die ganz lustige Stelle. Da habe ich heute noch Herzrasen. Da brauchst du heute noch Herztabletten. Genau. So, okay, pass auf. So, jetzt machen wir hier mal den Lappen von dem Motorrad. Wie gesagt, ich habe da ein anderes Abdecktuch draufgenommen, um das schöne Tuch quasi eingepackt zu lassen. Oh. Allein die Farbe schon der Kracher. Ist das logischerweise ein Original Lamborghini-Lack, den ihr so tatsächlich auch nicht so einfach bekommt. Ich habe mal spaßhalber nachgefragt, ob man sich zum Beispiel ein Auto in der Farbe lackieren lassen kann oder so bestellen kann, weil konzernintern ist das ja durchaus möglich. Aber das gibt's nicht. Die Farben sind tatsächlich tabu, ne? Also schon sehr, sehr geil. So, oh. So kommt es aus der Kiste. Wir haben jetzt tatsächlich. Oh, Wahnsinn. Wir haben jetzt tatsächlich schon die Batterie eingebaut, dass wir die gleich einmal starten können und richtig herkriegen können. Nein, natürlich nicht. Dass wir gleich einmal das Dashboard anmachen können, weil das hat auch einige Besonderheiten. So, was auch besonders ist, das Motorrad kommt tatsächlich mit solchen tollen Covern, dass da wirklich nichts dran passiert. Die wir natürlich jetzt auch runternehmen. Die Cover hebe ich natürlich auf. Oh. Oh. Guck mal her, mit dem Lack. Guck dir das mal an. Das ist echt der Hammer. Wahnsinn, ne? Also viele sagen ja, das ist ja ist ein normales Street Fighter und nur ein bisschen Farbe und so. Aber das ist schon, wenn man das so sieht, das Ganze, der Kotflügel vorne ist zweiteilig, das Kohlefaser glänzend lackiert im Übrigen, das Thema hatten wir schon vor einiger Zeit. Da habe ich gesagt, glänzendes Kohlefaser kommt wieder. Und tada, hier ist es. Ich glaube, wir sind tatsächlich verwanzt mit unserem Laden hier. Die horchen alles ab. So, echt ein Traum. Wow. Auch hier wieder zweiteilig sieht das aus, ne? Das ist zweiteilig, hast du gut gesehen, ja. Wahnsinn. So, und jetzt ich habe die Batterie eingebaut. Da hatte ich das Cover vom Tank schon runter. Das müsst ihr euch mal anschauen. Wenn du jetzt hier, dann musst du mal gucken, Christian, ob du von hier eine geile Perspektive auf den Tank hast, vom Licht oder von der anderen Seite, was da besser ist. Und wahrscheinlich hier. Weil wenn du hier die Matte da vom Tank ziehst und dich das Grün anspringt, das ist echt der Oberhammer. Ich kann es ja gleich von beiden Seiten einmal zeigen. Ja, gut. Mach ja, von hier sieht es schon brutal aus. Das ist der Kracher, ne? Also das ist schon, ja, da könnt ihr mir auch sagen, was ihr wollt, ne? Das können nur Italiener. Das ist so. Das können nur die Italiener. Das ist unglaublich. Das stelle ich jedes Mal wieder fest. Egal, was es ist, das ist echt der absolute Kracher. Ich bin gleich wieder bei euch. Hier muss man mal kurz was abholen hier. Da natürlich auch mit Plakette. Plakette natürlich mit durchgehender Nummerierung, also 630 Stück. Natürlich mit Nummerierung auf dem Tank. Echt der helle Wahnsinn. Guckt euch mal das Ding so, da ist der Wahnsinn. Guckt euch das Bild mal an. Das Ding hier, guck mal, Meister, guck mal aufs Display. Selbst auf meinem Kameradisplay wirkt das einfach richtig. Ja, das ist der Hammer, ja. Das ist echt der Hammer. Und es ist einfach schön scharf. So, okay, perfekt. Jetzt haben wir uns das. Bevor ich erzähle euch gleich ganz viele Details zu dem Fahrzeug. Bevor wir das machen, schneide Christian jetzt einen kleinen Film rein mit seinen Details, die er eben aufnimmt. Und dann sehen wir uns gleich wieder und dann quatschen wir über den absolut heißen Flieger hier. Bis gleich.
Sehr gut. Da sind wir. Ich muss mich einfach einmal drauf setzen. Es nutzt alles nichts. So, haut mal in die Kommentare, was sagt er? Steht dem Meister genau, das Ding? Genau, steht mir das Ding. Wobei, ich bin ja mehr im Lager Verkleidung, ne? Muss ich ja ganz klar sagen. Aber das ist auch, wenn du da drauf sitzt, aber Meister, ist das schon geil. Da musst du mit getöntem Visier fahren, weil der Metallic-Lack so funkelt. Wir haben da noch eine Kombi für dich. Ja, genau. Ja, sehr gut. Aber wobei, der wäre... Im Übrigen gibt es tatsächlich, gut, dass du es ansprichst, sehr guter Beitrag, Christian. Das hätte ich nämlich voll vergessen. Es gibt für dieses Motorrad extra eine eigene Bekleidungskollektion, die ihr dazu bestellen könnt, wenn ihr so ein Motorrad besitzt. Da wird tatsächlich ein Helm in dem Dekor, also in dem passenden Farbkleid, eine Lederkombi, so wie ihr die haben wollt, wird für euch hergestellt. Also Lederkombi oder Jacke auch, ne, je nachdem, was ihr da haben wollt. Also mega, mega cool. Also ich sage auf jeden Fall, sie steht dir. Die steht mir, okay, das ist sehr gut. Dann, wenn ich sie nicht loswerde, Christian, dann weiß ich, dann fahre ich sie fahren. Ich glaube, da brauche ich mir keinen Kopf machen. Okay, perfekt. So, also als Basis ist das Ding tatsächlich ein Street Fighter V4S, meinetwegen auch V4SP. Die beiden Modelle sind ja sehr ähnlich. Der Unterschied erstmal, wenn man jetzt mit dem Motor anfängt, ist der Unterschied relativ gering. Der besitzt halt nur eine Trockenkupplung, in Anführungsstrichen. Ist auch schon ein sehr, sehr teures Bauteil. Trockenkupplung, Fußrastenanlage. Fußrastenanlage von Resoma bei Ducati. Andersrum, Ducati bei Resoma. Die findet ihr bei dem S nicht, aber der SP Street Fighter SP2 hätte das natürlich. Generell ist es so, dass das Fahrzeug die neuesten Konfigurationen besitzt. Also das heißt, diese Dashboard-Bedienung, die Tankform, das kann man hier an der müsst ihr bei dem Lack müsst ihr das eigentlich super erkennen können. An dieser Naht, die ihr seht. Ne? Seht ihr hier? Ja, genau, diese Sicke hier drin. Ne? Ja. Genau, also im Prinzip ganz brandaktuelles Modell, logischerweise. Ne? Der andere Schwingendrehpunkt, 4 mm höher, ist hier drin. Also alles up to date, obwohl die natürlich relativ früh vorgestellt worden ist. Aber das war damals auch schon. Selbst die Vorserie mit den, also die unnummerierten, die bei verschiedenen Messen gezeigt worden sind, das waren auch schon die Dinger. Genau. Was ich mich gerade frage, ist das Cover bei einer normalen... Nein. Bei einer normalen Street Fighter auch dran? Ach so, dran? Ja, aber nicht aus Kunststoff. Ja, das ist klar. Aber dran ist eins. Oh, ich dachte schon. Oh. Na, ist dran, ja, aus Kunststoff. Okay. Street Fighter, kannst du vorne gucken. Habe ich sogar da stehen? Na klar. Oh, die Farbe ist auch schick. Farbe ist auch schick, ne? Könnte... Ja, Tatsache. Okay. Ja, das ist auch echt, da, ne? Ich war mir echt nicht bewusst, ob überhaupt eins dran ist. Genau, ist auch ganz cool, dass die jetzt hier steht. Da könnt ihr jetzt halt schauen, hier diese ganze Abdeckung. Guck mal ganz kurz hier. Das ist halt hier alles Kunststoff. Ne? Kunststoff, 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 Kunststoff. Und auch da, wo es V4 draufsteht, ist einteilig. Also ja, genau. Das Teil ist tatsächlich auch einteilig. Das sind eben diese Einlässe, ne? Die sie nicht hat, diese hier. Ne? Mhm. Und Kotflügel hat einteilig. Genau. Und wenn wir jetzt hier hingucken, da haben sich die Jungs ja auch echt was bei gedacht. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Diese Einlässe, die hier oben auf dem Kunststoffteil sind, ne? Die sind den Luftaustritten nachempfunden, die eben bei den Supersportwagen auf den Kotflügeln oder hinter den Kotflügeln zu sehen sind. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das so auf dem Schirm habt, auf dem Bild. Ja, ja. Also da sind die, also das findet man halt überall wieder. Ne? Und hier ist es halt so, dass wirklich die ganzen Teile hier alles aus Kohlefaser ist, bis hinten hin. Ne? Ja. Und selbst wenn man jetzt... Und das ist wirklich zweiteilig, ne? Das ist zweiteilig, genau. Wenn du hier schön, musst du mal gucken vom Licht, du musst mal hier, ja, von hier kannst du es sehen, du musst mal hier reinfilmen so ein bisschen. Da sieht man tatsächlich, wenn ich hole ich gleich nochmal ein bisschen Licht. Ja, Licht werden wir brauchen. Ich hole mal Licht. Ja, da hat Stefan wieder ein Auge fürs Detail. Ja. Also ich finde das Trikolore schon mal ganz, ganz cool hier. Dass das mit eingearbeitet jetzt ist. Jetzt machen wir mal ein bisschen Licht da rein. Oh, Kohlefaser. Siehst du das? Ja. Guck mal, jetzt können wir es gut sehen. Das ist eigentlich schon der Kracher, ne? So Auspuffabdeckung, Kohlefaser etc. Das sind halt eben so die Sachen. Von der Sache, die halt so grundsätzlich, also nicht nur verkleidungstechnisch geändert worden ist, ist auch geändert worden, dass der Auspuff von Akrapovic montiert. Alles gut. Der zugelassene Auspuff von Akrapovic montiert ist. Dann sind andere geschmiedete Felgen eingebaut. Die sind dem Design von dem STU Huracan nachempfunden. Ne? Also deswegen heißt hier unten ist ja auch ein kleiner STU-Schriftzug. Ne? Für den Huracan, für den Modellverweis im Prinzip. Dass man weiß, wo das Ding herkommt.
Die Felge hat das gleiche Design. Dann haben die Supersportwagen ja auch oft Zentralverschlüsse. Gut, das haben wir bei Ducati, haben wir eh die Einarmschwingen, die haben hinten immer einen Zentralverschluss. Aber hier ist es so, dass der tatsächlich auch so ist wie der Verschluss bei den Lambos. Bei den ersten Prototypen war das noch in Rot. War eine eloxierte Mutter. Ich denke mal, die haben es jetzt geändert, weil es einfach nicht hält, ne? Weil das jetzt hier so standhafter ist. Bremssättel sind rot lackiert, sind die Stylema-Bremsen. Ich gucke mal kurz rein, ob die Titankolben drin sind. Ne, sind nicht drin. Aber sind Stylema-Zangen in dem gleichen hellen Rot. Also das Rot ist auch deutlich heller als das Ducati-Rot. Ja, die sieht man sogar von hier. Also. Siehst du von da, ja, das glaube ich dir. Gabel in schwarz, eine schwarz beschichtete Ölitz-Gabel. Also eloxiert ist das Gabelrohr, ja. Also schon sehr, sehr, sehr schick. Und ja, 630 Stück weltweit. Vergabeprozess war innerhalb von wenigen Minuten, war das tatsächlich erledigt mit den Dingern. Es gibt zu den 630 Stück, gibt es noch 63 spezielle Clienti, für exklusiv nur für Lamborghini-Kunden. Also wenn ihr einen oder mehrere Lamborghinis besitzt, dann hättet ihr tatsächlich euch so ein Ding als spezielle Clienti bestellen können. Das wäre dann auf euer Fahrzeug abgestimmt worden. Ich sage extra wäre, weil das natürlich alles Schnee von gestern ist. Da gibt es eine lange, lange Warteliste. Ich selber habe leider auch einen Kunden, der da echt noch draufsteht. Aber da habe ich mittlerweile wenig Hoffnung, dass da noch was kommt. Ne, da wäre das dann so gewesen, dass das Fahrzeug dementsprechend, wenn das Ding orange ist oder lila, dann wäre das Motorrad orange bzw. lila. Und der Sitz wäre dann dem Interieur angepasst. Sitz, Christian, guck mal hier. Gut, wir haben den ja gerade im Film, haben wir ja eben gesehen. Ne? Aber auch von dem, wenn du den, das ist schon, auch wenn du den anfasst, ne, das ist schon ein großes Kino. Ich fasse es nicht an. Das ist schon echt der Hammer. Ja, würdest du noch einmal aufs Dashboard gucken? Weil das hatten wir ja beim... Können wir? Ich weiß gar nicht, ob wir es vorhin anhatten. Komm her. Kannst du auch noch mal gucken, ob du das scharf kriegst. Hier den Schlüssel mit dem Logo. Das ist auch der Kracher. Ist im Übrigen die gleiche Schlüsselform, ja, wie die Super. Man kann es erkennen. Das ist der Hammer, ne? Da ist er drauf, der Stier. Jo, und auf der anderen Seite sogar noch mal in Metall geprägt. Ja, Metall. Auf der anderen Seite befindet sich die durchlaufende Nummer. So, Moment. Der limitierten Edition. So, wir gucken uns das Dashboard an. Ich habe da noch einen schönen Zettel hingeklebt. Bitte hier unterschreiben, ganz wichtig. Nein, den habe ich da hingeklebt, weil es wird nämlich auch gleich die Seriennummer, die durchlaufende, wird euch auch im Dashboard immer angezeigt. So, Christian, bist du schon klar? Habt ihr gesehen, Ducati-Logo, Scudetto und das Lamborghini-Logo. Sehr, sehr schön, genau. Das Fahrzeug ist noch nicht fahrfertig, nicht fahrbereit, deswegen steht jetzt noch der Transportmodus drin. Ich glaube, ich kann euch jetzt auch tatsächlich gar nicht groß was zeigen hier. Jetzt hätten wir das mal, nein, sind alle Tasten geblockt. Ja, wir müssten jetzt tatsächlich den Transportmodus rausnehmen, das Fahrzeug fahrfertig machen. Machen wir aber nicht, weil unter Umständen das Fahrzeug tatsächlich passt oder ist fällt. Alles gut? Machen wir aber nicht, weil das Fahrzeug unter Umständen tatsächlich relativ schnell wieder eingelagert wird. Da werden wir jetzt gar nicht so viel dran rumdoktern. Ne? Genau, sehr cool. Habe ich noch irgendwas vergessen? Christian muss sich gleich den Daumen und Zeigefinger reiben. Genau, steht auf dem Tank. 63.000 Euro. Tja, war, muss man sagen, war der Preis von diesem Motorrad. Da, die davon, dafür eine gekriegt haben, können sich glücklich schätzen. Es gab die Diavel Lamborghini. Von der Diavel Lamborghini haben wir ein Video gemacht, genau. Da könnt ihr mal in die Videothek bei mir gehen und schaut euch das mal an. Welches Motorrad euch besser gefällt oder auch welches Grün euch besser gefällt. Also hier ist es so, das ist schon ein krasses Grün. Und ich glaube auch, wenn das in der Sonne steht, ist das nochmal deutlich, deutlich, deutlich schärfer. Ne? Christian, was meinst du? Das wird, ja, ich denke, wie die schon. Jugend es ausdrücken würde, stabil. Ne? Auf jeden Fall. Ne? Gut, die Diavel hatte goldene Räder. Ja, weil alleine, wenn du sie hier im Licht siehst, das ist schon, ja, das ist schon, das ist schon. Aber ich glaube, so eine Farbe, da haben wir uns nämlich vorhin drüber unterhalten. Das habt ihr nicht, den hatten wir die Kamera noch nicht an, da, welche Farbe zu welchem Motorrad besser passt. Aber ich glaube, dieses aggressive Grün, deswegen Huracan STO, ganz aggressives Fahrzeug, aggressive Farbe, Motorrad, Ducati Street Fighter, ganz aggressives Motorrad, da passt die Farbe perfekt. Also, da, gut, das sind, haben die Italiener halt mal wieder grandios gemacht, muss man ganz klar sagen. Ne? Absolutes Kracherding. So, und ja gut, wie sich das jetzt entwickelt mit dem Fahrzeug, muss man mal sehen.
Die Diavel Lamborghini hat damals gekostet 36.000 Euro, also genau andersrum. Die sind nachher tatsächlich sind teilweise fürs Dreifache verkauft worden. Ne? Also das ist der absolute, der helle Wahnsinn war das. Ne? Und bei dem Motorrad, wie gesagt, Stückzahl genauso gering, genauso exklusiv. Ganz viele gehen in die Vereinigten Staaten, weil da ein Riesenmarkt ist für die Dinger. Muss man sehen. Keine Ahnung. Hier sind die bei uns in Deutschland handverlesen. Ich hatte 3 STO in der Bestellung. Ich hatte eine spezielle Klientin in der Bestellung. Ich habe tatsächlich nur für einen Kunden eine einzige bekommen. Und da habt ihr tatsächlich keine Chance. Sehr, sehr schön, sehr, sehr exklusiv. Astreines Motorrad, totaler Hingucker. Ich wüsste gar nicht, ob ich damit überhaupt fahren will. Weil das wäre echt eine Schande, wenn da was mit passiert. Okay, perfekt. Sind wir soweit durch? Will ich noch was sagen? Christian, hast du noch irgendwas? Frage, fällt dir noch irgendwas ein? Hast du was auf Kette, was dir unter den Nägeln brennt bei dem Bock hier? Ja. Na los, schieß los. 630 Stück limitiert, 63 spezielle Kliente. Genau, extra. Mhm. 630 plus 63. Richtig. Okay. Genau. Also nicht 63 von den 630. Nein, nein, nein. 630 diese. Genau. Da steht dann auch auf dem Tank tatsächlich auch Nummer XY von 630 und spezielle Kliente ist nochmal. Steht dann 1 von 63. Genau. So ist okay. Es. Ja, sehr cool. Das Einzige, was ich gesagt hätte, wo du gerade Farben angesprochen hast, was ich, glaube ich, auch noch krass gefunden hätte auf der, aber da bin ich wahrscheinlich alleine mit der Meinung, ist dieses Violett, was es auf dem Huracan auch gibt. Christian, da hätte es nur eine Möglichkeit gegeben. Da hättest du einen violetten Huracan oder Aventador haben müssen und dann einfach das Ding bestellen. Dann hättest du eine Violette gekriegt. Ja, Stefan, da müssen wir mehr Videos machen. Dann. Da müssen wir mehr Videos machen. Dann wird das vielleicht irgendwann mal was. Oh Mann, okay, sehr cool, perfekt. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt bei so einem geilen Motorrad natürlich. Ich denke, das werden sich sehr, sehr viele angucken. Das Ding ist auf jeden Fall ein Kracher. Das Ding ist ein Kracher, genau. Eine Woche später als geplant, wir haben noch ein bisschen undisponiert mit dem Motorrad, dass wir dem Fahrzeug auch, muss man ganz klar sagen, auch hier eine Bühne bieten, die dem Fahrzeug würdig ist. Weil das Ding ist echt scharf, schön scharf. In diesem Sinne, bis bald, ciao.